Hallo liebe ARK-Freunde, hier ist Tom von ARKforum.de. Version 238 ist erschienen und damit drei neue Kreaturen, die es leider nicht in die letzte Version 237 geschafft haben. Deshalb jetzt einen Patch später. Ist es soweit? Und genau, die erste Kreatur, die wir jetzt hier haben, ist der Eurypterid. Das ist eine Kreatur, die eigentlich im Wasser lebt. Ja, ich habe sie jetzt zu Vorstellungszwecken einfach mal an Land gespawnt und wie ihr sehen könnt, gibt es hier auch einen Owner, das bin ich, aber es sei gesagt, dass Eurypterid nicht zähmbar ist auf dem normalen Wege. Das heißt, lediglich im Singleplayer oder aber auf einem normalen Server, auf dem ihr Adminrechte habt, wäre er zähmbar mit einem Force-Tame-Befehl, alles andere funktioniert nicht. Das Besondere bei Eurypterid ist, dass er eine neue Ressource droppt. Und diese Ressource ist die Black Pearl, beziehungsweise die schwarze Perle. Und die wird zum Beispiel für ein neues Rezept benötigt, was erstellt werden kann mit verschiedenen Zutaten. Die genaue Anzahl für das Rezept gibt es bei uns im Forum. Das Rezept heißt Broth of Enlightenment. Und das sorgt dafür, dass derjenige, der es verspeist, also Dino oder Spieler selbst, dass der mehr XP in derselben Zeit bekommt für eine temporäre Zeit. Ja. Genau, dafür ist im Prinzip der Eurypterid da. Ansonsten hat er ja keine weiteren Funktionen und er schwimmt halt sehr elegant im Wasser. Ja, das ist jetzt ein bisschen nervig hier. Geh mir nicht auf die Eier. Ja, so, und man sieht also jetzt hier, wie er sich normalerweise im Wasser fortbewegen würde. Er hat so eine Schwingbewegung. Hm. So, das ist soweit der Eurypterid. Wir können mal hier ins Wasser gehen. Dann folgt er uns ja auch. So. Jetzt sollte er auch gleich wieder in seinem Element sein. Ja. So. So sieht er dann eben entsprechend im Wasser aus. Ja, und die Delfine hier, die möchte ich jetzt eigentlich nicht auch im Bild haben. Ja, das ist dann soweit das Video zum Eurypterid. Verpasst auch nicht unsere zwei anderen Videos für die beiden anderen Kreaturen, das Wollnashorn und den Dunkleosteus, auf unserem YouTube-Kanal. Bis dahin, euer Tom. Ciao.